Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und zwar zu heute im romantischen Setup mit dem Greenscreen am Start. Und ja, für die heutige Episode habe ich mir mal überlegt, wir spielen mal einen Champion, den ihr nicht gewohnt seid. Das heißt, ich spiele einen Champion, den ich so gut wie nie spiele. Ich habe, glaube ich, zwei Games auf Shen. Also unglaublich wenig. Aber ja, das heißt, ja, ist immer ein ungewohnter Champion. Ich bin mir noch nicht sicher. Mein grundsätzlicher Plan ist, wir gehen auf Burlon. Ich habe Prestige Attack mit, aber ich habe auch gar nicht, keine Ahnung. Q aktiviere ich jetzt, glaube ich, einfach, oder? Und ich glaube, mit der E ziehe ich dann die Waffe ran. Oder wie ist das? Nee, stopp mal. Oder ziehe ich das mit der Q ran? Okay, das... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist egal. Ich glaube, das muss ich auf jeden Fall irgendwie durch mich durchziehen. So. Okay, das heißt, ich gehe jetzt... Ich kann aber auch einfach so schlagen, glaube ich. Das geht, glaube ich, auch klar. Okay, der mit dem Jungle, eine Sejuani. Aber so seht ihr mal, dass sie das wirklich echt. Ja, es ist nicht so, hey, ich habe diesen Champion noch nie gespielt, sondern es ist, Leute, ich habe diesen Champion noch nie gespielt. Out Attack. Also ja, ich habe ihn schon mal gespielt, aber Slash. Der macht viel Schaden. Hat er Ignite? Ich habe Ignite. Ich müsste meine W-Kuppel aufbauen. Und ihn taunten. Ich glaube, er macht weniger Schaden, wenn ich ihn taunte. Ist es so oder nicht? Was hat er denn? Er hat auch einen Soran. Er pottet zum Glück nicht. Das ist mein Vorteil. Jetzt einfach pushen. Scheiß auf die Minions. So, jetzt gehen wir nämlich da durch. Jetzt machen wir so. Zack. Slash und Slash. Ja. Also, wenn das nicht die Shen-Legende ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was die Spells genau machen, aber ich weiß, was die ungefähr machen. W macht, dass ich weniger Damage bekomme. Die battle ich auch noch um, aber ich bräuchte ein paar. Ne, wir gehen einfach weg. Ja, ist ja gut jetzt. Das ist natürlich jetzt unglücklich, weil wir Ignite haben, beziehungsweise jetzt nicht shoppen können. Also wir müssen shoppen, aber wir kommen halt kaum in die Basis. Also grundsätzlich würde ich mich auf AP sehen, aber ich glaube, wenn ich jetzt AP gehe, dann werde ich inten, Leute. Das heißt, wir machen mal so ein bisschen. Ja, also wir, aus HP kann man ja bestimmt auch noch irgendwas bauen, ne? Also wir gucken. Ich hätte mich grundsätzlich... Also, ich werde ein bisschen überdreht, ich weiß. Ich hatte gerade einen Flat White Kaffee am Abend. Flat White ist, glaube ich, Kaffee mit Flat, also wenig Milch. Keine Ahnung. Also grundsätzlich hätte ich mich halt auf AP gesehen, weil unsere Q AP Damage ist auch der einzige Spell. Der hier ist halt ein Shield, das ist uninteressant. Aber, oh, richtig viele Minions. Ja. Komm schon. Das Problem ist, also und mit Nashors Zahn zusammen würden wir das halt schneller durchkriegen hier, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich worth ist. Vielleicht mit einem Gunblade oder sowas? Keine Ahnung. So, wir packen auf jeden Fall schön alle Punkte in die Q. Ich denke mal, das ist so oder so der Spell, den man maxt. Guck mal, Attack Speed ist auch irgendwie da. Wir haben nämlich, ja, schön in den gelben Baum reingeskillt. So, wir springen da jetzt durch, machen jetzt... Wo ist meine W? Wieso ist meine W nicht da? Hä? Die ist auf Cooldown? Die war doch gar nicht da, oder? Ach, die ist wahrscheinlich immer um dem Schwert drum. Ja, verrückt. Ich finde das aber... Okay, Schaden macht es nicht. Interessant. Also mal eine neue Welt entdecken. Tobi entdeckt Shen. Geil. Na okay, die W ist immer um dem Schwert. I guess jetzt. Ich guesse einfach mal. Aber wir geben ihm richtig. Eigentlich bräuchte ich einen Tiamat, aber... Also, weil wir sonst, glaube ich, überhaupt keinen... So, jetzt ziehen wir das ran und jetzt machen wir so. Und jetzt geben wir ihm übelst die Snacks. Snag Attack. Ja, komm. Frä. Ja, als League-Partner habe ich natürlich auch den Pulsfeuer-Shen. Das ist gar kein Problem für mich. Ich würde mich das sehen, aber ich will nicht in den Tower eskalieren. Frä. Aber den... Ah, der heilt sich richtig mit seiner Schildkröte da. Ja, so Minions fahren wir nicht, aber... Sejuani ist unten, das heißt, wir können rein... Er hat keinen Mana mehr, aber ich glaube, er braucht für das, was er da tut, kein Mana. Das hat doch kein Damage. Ja, jetzt habe ich dich! Komm! Nice, komm schon! Irgendwie... Oh. Also dieser Shen, Legende, Leute. Legenden-Shen. Einfach nur ein Legenden-Shen. So, wir snacken die hier schön ordentlich weg. Ich glaube, wir gehen... Also Nashors Zahn gehen wir auf jeden Fall. Ich glaube, Nashors Zahn Gunblade, da würde ich mich actually sehen. Wir müssen ja nicht Full Damage gehen, aber wir gucken mal. Macht das eh Damage? Nö, schade. Das ist natürlich... Ist das ein Auto-Reset? Auch nicht. Ich entdecke hier eins nach dem anderen. Wahnsinn. Macht das weh irgendwas? Nö, cool. Was sind eigentlich meine Passive? Aftercasting. Ich krieg ein Schild. Ja, cool. Wusste ich gar nicht. Also das wusste ich halt legit wirklich nicht. Later! Pot ist drin, Ich habe gleich noch ein Schild.
Prr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 
Jetzt geben wir ihm richtig auf den Sack, Leute. Jetzt böllern wir richtig durch. Komm her. Ja! Nein, ich hätte gehen können. Scheißendreck. Aber das ist gut. Das ist gut, weil jetzt gibt er wieder Geld. Er hat aber auch ziemlich viel Geld bekommen. 700. Aber das ist trotzdem gut, weil jetzt bin ich wieder entfacht und er gibt jetzt Geld. Was können wir hier rausbauen? Gar nichts. Das hier vielleicht. Ich glaube, das machen wir. Dadurch haben wir Wave Clear jetzt, Leute. Keine Ahnung, kann sein. Vielleicht auch nicht. Und ich muss noch irgendwo ulten. Ah, die sind schon wieder tot unten. Aber immerhin hat sie zwei Kills irgendwie gemacht. Das ist aber gut jetzt. Jetzt habe ich hier oben endlich wieder ein bisschen Motivation, ne? Frage ist, wo ulten wir hin? Achso, das, ja. Also da unten hin zu ulten macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Außer zum Farmen vielleicht, aber das wäre es auch. Ja, ich könnte ulten, aber ich, also ich bin da so ein bisschen, ich ult, wenn ich sehe, dass da irgendwas geht, ne? Da geht ja nichts, das wäre nur so eine Death-Ult. Zack, so, jetzt burnen wir die alle nieder, Leute. Geil. Geil, geil, geil. Und jetzt, das Problem ist, ich glaube, Udyr, ich meine, mein AP-Bild ist halt relativ schwierig. Macht der nicht auch weniger Schaden, wenn ich die E mache? Dealing Damage? Nö, dachte ich. Und wie war das jetzt mit dem Schild? Gains a Schild, after casting a spell. Also jetzt auch. Ja, cool, okay. Okay. Ich könnte runter ulten. Ja, da jetzt nicht. Aber also ich könnte. Wenn ihr was Ordentliches macht, dann könnte ich. Aber auch nur dann. Ich komme, Boys. Fre, 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 fre. Ich bin hier. Und jetzt da durch. Und jetzt das Wert. Und dann Slash. Und jetzt rennen wir wieder. Ne, ich würde schon Nashos eben zusammenfarmen, Leute. Ich sehe mich gleich nochmal. Ich habe Cooldown-Reduction. Ich kann gleich nochmal ehen. Oder wir gehen über die Mitte. Na, die ist ja noch Full Life. Oh Gott. Kaiser Mitte. Tower Plates fallen gleich. Das ist nicht so geil. Ich denke, Udyr nimmt noch eins von mir. Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, das wird nichts hier. Die wird mich einfach einbabbeln. Aber wenn der zuerst geht, dann passt das. Die flasht. Ich bin nicht schnell genug, habe ich das Gefühl. Ich brenne sie nieder, Leute. Ich brenne einfach. Ich mache einfach meinen Feuerdamage. Feuerdamage hat sie gleich. Der Feuerdamage hat sie gleich. Und jetzt machen wir es so. Mein Wert. Und jetzt slash. Ah, wirklich? Aber ich slashe, Leute. Ich slashe. Ja, okay. Ich wollte eh nach hier oben. Das passt. Also, passt halt wirklich. Ja, wir haben sie gekillt. Ich hätte sie aber auch fast mit meinem Feuerstein gekillt. Also, bitte. Ich sollte... Ja, nee, eigentlich kann ich... Ach, keine Ahnung. So, das nehmen wir... Oh, der ist noch hier am Machen. Was ist denn da los? Ja, das ist perfekt. Der muss jetzt hochlaufen. Na, okay. So viel. Aber passt auf, Leute. Ich zeige euch, wie es geht. Nee, doch nicht. Scheiße, Dreck. Okay. Ich dachte, er läuft jetzt hier so lang. Ich muss jetzt Nashos erstmal fertig machen. Da machen wir nämlich auch On-Hit Damage. Das ist cool, Leute. Das ist cool. Nashos... Und ich würde mich noch auf dem Gunblade sehen, aber noch ein Sunfire. Also so ein kompletter Chaos-Bild, Leute. Chaos-Shen nennen wir uns dann. Der neue etablierte Bild. Maxim stellt vor. Chaos-Shen. Ich würde ja gerne den Typen da böllern, aber der geht halt Full-Tank. Der ist halt eine Pussy. Er ist Pussy-Dier. Also das ist halt langweilig. Ich glaube, ich kann ihn halt echt nicht traden. Also wirklich nicht. Also machen wir jetzt, aber... Ah, hier sind auch schon wieder 12 Minions, Alter. Also 1200 Minions. Das ist halt einfach nicht gut, da zu traden. Oh, Attack-Speed ist aber ordentlich, du. Jetzt würde ich ihn traden. Aber ich glaube, ich bin realistisch. Die Trades gewinnt er. Ich könnte ulten. Ich habe Ult, Leute. Slash, 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 Slash. Ja, brennt, brennt, brennt. Ich glaube, den hätte ich auch noch gekriegt, aber ist okay, ist fein. Ich bin da. Ja, fein, fein. Fein, ich bin ein Shinobi aus Shinobi Gakkan. Jetzt hassen mich alle Naruto-Fans. Aber ihr wisst, es ist Spaß. Ich bin selber Naruto-Main. Ich bin nämlich der Weg des Ninjas. Ich bin der Weg des Ninjas. So. Jetzt müssen wir den Udyr da oben. Hier kommt das Schwert. Macht kein Damage, aber ist cool. Muss nicht so lange fliegen dann. Können wir auch ständig casten. Bruder, Udyr, du lässt das, ja? Gehst du wo weg? Alter, das machst du nicht.
Kriegt der keine Tower? Ich würde sagen, geh mal weg jetzt, Bruder. Komm schon. Okay. Okay, go for this. Ich brauche Schuhe, glaube ich, aber welche? Ich bin unterwegs. Ich bin der Ninja des Hidden Leaf. Ja, okay. Hurp, hurp. Slash. Ja, komm. Ich meine, wenn ich ihn taunte, kann er... Hurp. Nee, ich bin raus. Nein, nochmal. Nein, Schwert, 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 Schwert. Jetzt habe ich ihn. Ja, ja, ich habe die Mechanics drauf. Ich habe ihm erst so das Gefühl gegeben, er könnte. Aber dann konnte er gar nicht. Dann kam mein Schwert nämlich. Der Willi. Der wütende Willi, könnte man ihn auch nennen. So, und jetzt böllern wir den Turm hier um. Kann mich nicht aufhalten. Kann mich nicht. Okay, so Söhe kommt. Frr. Ah, okay. Jetzt ist halt die Frage, wir brauchen auf jeden Fall Schuhe. Welche Schuhe? Ganz ehrlich, wir sind klug. Chaosbild. Magic Pen, klar, hier oder da, ne, aber die haben echt sau viel CC. Jetzt ist nur die Frage. Gehen wir zunächst auf Sunfire oder gehen wir auf Gunblade? Ich glaube, wir machen den Misch-Hybrid-Build. Das heißt, wir gehen so und gehen jetzt aber gleichzeitig, oder sollen wir Schwert kaufen? Schwert oder... Also, das oder das? Gehen wir erstmal AP. Dann haben wir ein dickeres Schild. So, Leute. I have ready ult, können wir schreiben. Ich bin da. Also, nee, da bin ich nicht da. Da bin ich raus. Doch, da jetzt. Ja. Ich bin da. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Huh. Oh, Int. Geh doch hinterher, Bruder. Alter, das ist halt das Problem bei Shen, Leute. Dass die Gegner einfach die Teammates inten. Du machst ult und er läuft weg. Next time, go in when I ult you. Ja, dafür. Karma. Überlebt die Zoe und stirbt dann trotzdem. Karma. Ja, weil ich kaum gehe weg, sterben alle. Ihr seid doch Leute, du. Ihr seid doch Leute. So, wir haben jetzt 30% CDR. Ich denke, das reicht, oder? Also mehr wäre natürlich... Alter, ich krieg keine Minions. Mehr wäre natürlich cool. Macht das eigentlich nur... Ah, nur Champion, okay. Also Collide with Champion. Alter. Ich krieg halt echt keine Minions. Komm schon. Ja. Slash, Slash, Fra, Snap, Brä. Oh, den Turm können wir getten. Geil. Geht der Cooldown hier runter? Ja. Bruder? Schwierig, 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 schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Nehmen wir hier ein Wort rein. Hier ein Wort rein. Ich würde natürlich auch gerne andere Leute battlen. Aber ich würde auch gerne ihn battlen. Aber ich glaube, er ist mittlerweile echt gigantonisch stark. Fra, Schwert und zack. Und Slash. Und Slash. Und Slash. Und jetzt müssen wir kiten, bis unser Q wieder da ist. Und dadurch. Und Slash. Und Slash. Und Dash. Und Slash. Und Slash. Der scheiß Tower, Mann. Ich würde mich aber noch sehen, Leute. Ich sehe mich da noch. I see me. Blockt die W auch Tower Shots? Ich habe überhaupt... Hat das jetzt geblockt oder geht es nicht? Ich glaube nicht, oder? Meistens werden ja so Tower Shots nicht geblockt. Alter, noch ein Tausch und ich bin... Da könnte auch gleich eine Israel-Ult kommen. Ich habe halt keine Ahnung, ob das blockt. Dann müssen wir gleich mal rausfinden. Nice. So, wir gehen shoppen. Wir gehen shoppen. Merci beaucoup. Das kaufen wir. Ja, jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, wir graden jetzt erstmal den Sunfire ab. Ist ein bisschen komisch, aber ist ja auch Chaos-Shen. Deswegen ist es nicht schlimm. Weil dann haben wir nämlich, wir haben halt zwei Items gerade. Also, wir haben keinen Platz, dann müsste ich Doran Shield verkaufen. Versteht ihr mein Problem? Ich könnte ulten. Okay, I can ult. Geh rein. Geh rein. Ja, okay. Ich würde gerne ein paar One-on-Ones annehmen, aber hier ist keiner, der mich fighten will irgendwie. So, was macht denn die W, wenn er da Punkte reinmacht? Cool, dann, okay. Na gut. Nehmen wir so an. Nehmen wir so an. Ich kann ja eigentlich die ganze Zeit splitten, weil ich ja eh meine Ult habe. Aber ich würde halt gerne One-on-Ones nehmen. Aber hier will halt keiner. Schwert, komm her, Willi. Danke.
Okay, da kommt ein Teleport. Wer ist denn das? Ude wahrscheinlich. Will der noch? Ne, Ude ist es nicht. Das ist Söhe. Ah, okay, gegen zwei. Ich weiß nicht, du. Ich habe keine Magieresistenz. Also, ich habe auch keine Armor. Doch, Magieresistenz habe ich sogar ein bisschen, aber nicht viel. Sieht der Gegner denn mein Schwert? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Leider. Ich bin ein Ninja, den kannst du nicht einfach lasern. Ich bin unsichtbar. Okay, jetzt kommen sie alle nach unten. Was ist denn? Sehen die das Schwert denn überhaupt oder nicht? Ich muss fragen, weil do they see my sword? Ich habe halt keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Ich meine, warum sollten die das sehen? Das ist eine Bindung zwischen mir und Willi. Die sollte niemand sehen. Außer ich und Willi. Ich könnte ulten. Na, okay. Wir könnten auch alternativ jetzt so viel farmen, bis wir Gunblade ready haben. Frepp, dadurch. Okay, jetzt wird's räudig. Aber ich mach das, Leute. Ja, okay, ja, ist ja gut. Was ist denn mit euch? Warum kommen die dann immer alle runter? 1450, ja komm, dann weg damit. Sunfire, so, jetzt haben wir trotzdem wieder. Und jetzt gehen wir auf Gunblade. Weil, einfach damit wir AP-Damage haben und damit wir slowen und heilen können. Das hier, ich meine, ich könnte gleich hinulten. Haben wir noch hier ein bisschen was drin? Oh, da ist sogar was drin. Lecker, Schmecker, fein und saftig. Das ist aus unserer Wave Clear jetzt. Leider ist mein komplettes Team am hinten. Trash ist schon 0-7. Heilige Meilige. Das heißt, ich gehe. Obwohl, ich muss das da wahrscheinlich deffen. Rip. Rip, rip, rip. Rip, 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 rip. So, wenn ich jetzt. Ja, okay. So, ich würde ja gerne. Ich weiß nicht, ob Ezreal noch da ist. Könnte sein. Ich glaube, wir pushen eh einfach. Obwohl, Bruder? Bruder? Komm her. Komm, Bruder, fight mich. Ja, ist ja gut hier. Na, ich glaube, ich bin tot, Leute. Oh Mann, das ist so eine Scheiße, ey. Fight me one-on-one. Was soll denn das? Der komische Schreuder hier. Was soll denn das? Scheiße. Wir müssen jetzt echt. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen halt echt gucken, weil die Gegner eine Ezreal ist super fett. Sogar Lux ist gigafett. Die ist relativ fett und sie ist fett einfach. Ich meine, ich bin auch fett, aber ich bin halt fett. So, mit komischen Items fett. Die teilweise gar nicht skalieren in mein Item-Bild. Wie viel gibt denn unser Ult? Ja, 1000er Schild, wenn der low ist. Das ist schon nicht schlecht. So, ich werde einfach gleich hin ulten. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal Top-Lane, oder? Ne, wir gehen wieder. Ich glaube, wir gehen wieder Bot-Lane. Ne? Kane. I have you in eye. Ich habe ihn im Auge. I gonna ult you. So, ja, aber nicht für Udyr. Nicht für Odia. Kann mein Sunfire mal ein bisschen Action geben hier? Jetzt kommen gleich wieder alle runter. Ich weiß das schon. Wo ist der? Mein. Ah, ich hab. Wo ist mein Mauszeiger? Wo ist mein Mauszeiger? Oh Gott. Ich hab meinen Mauszeiger verloren. Schild ist groß, aber es reicht nicht. Er ist einfach tot. Ja, dann. Ich hab alles versucht, was ich konnte. Ich hab alles versucht, was ich konnte. Er ist aber auch sehr deep reingegangen. Also, und er, ich habe ja schon so ein großes Schild. So ein großes Schild hätte er normalerweise nicht bekommen. Ich meine, wir haben halt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben halt keinen Tank, aber das wäre ja wahrscheinlich ich gewesen. Aber ich mache ganz guten Tower damit, oder? Das geht. Also, es ist okay. Und in der Zeit burne ich hier mit meinem Sunfire die Gegner nieder. Das kann mir nichts anhaben. Ich bin ein Ninja. Boah, die würde ich echt gerne fighten, du. Wo ist meine Q? Ich habe keine Energie. Oh Gott, das passiert zum ersten Mal. Gott, was? Wieso habe ich sonst immer Energie und jetzt nicht? Könnt ihr bitte aufhören damit? Oh Gott, ich hatte keine Energie. Was ist passiert? Irgendwas? Achso, ich habe 400. Wieso hatte ich keine Energie? Oh Gott.
dass mir das ja noch nie. Ich hab permanent das ganze Game lang immer alle Spells gespammt quasi und hatte immer Energie. Ich hab da nie drauf geachtet. Damn! Damn! Oh, der macht aber ordentlich Damage, das ist gut. Kane ist noch eine Chance in unserem Team. Mit mir natürlich. Das ist gut. Ich hab gar keine Ult, nevermind. Aber die müssen auch immer mit zu fünft gegen mich fighten. Das ist so scheiße, ey. Ja, okay. Also da war Ezreal aber noch. Oder Lux. Irgendwer war da noch. Also ich konnte nicht einfach fighten, weil da mir jemand noch war. Also das ist schon scheiße. So, Ude, okay. Aber der killt mich mittlerweile auch, ich sag's euch. Er kauft auch meine Items nach. Ude, buy your own items. Er kauft einfach mein Itembild nach, weil er gesehen hat, dass mein Itembild gut war. Ich hab gleich Ult, Leute. 7 Sekunden. Komm schon. Nice. So, ich kann ulten, Leute. I can ult. Wir brauchen halt unbedingt Gunblade. Vielleicht sollten wir mal mit dem Team laufen. Vielleicht macht das ja Sinn. Wobei, ne, ich kann ja eigentlich hin ulten. Vorher will ich eh nicht da sein, weil dann sterbe ich nur. Oh, da geht was. Da geht was. Ja. Ult kommt. Ich bin dabei. Und frrr, Und Slash. Ich bin ein Ninja. Slash. Gebratenes Schwein. Huhnschwein. Alter, brennst du? Wollte schon sagen. Ich habe keine Energie. Wir müssen noch kurz mal Energie. Oh, lol. Lol? Okay. Ach, der hat eine Bombe auf dem Kopf geschafft. Cool. Nice. Very, very nice. Sehr gut. So, jetzt haben wir den Tower hier zu Brei. Alter, das mit der Energie. Ich glaube... So, jetzt kann ich ja sehen, ob mein Schild das blockt. Nö. Das mit der Energie, das lädt ja unglaublich langsam nach. Heilige Scheiße, du. Mal gucken, wie lange der Laden hier dauert. Schaffen wir das überhaupt? Ja, doch. Hat das Schild einen Cooldown eigentlich? Ja, anscheinend schon. Ah ja, da unten sehe ich's. So, Gunblade braucht noch ein bisschen... Nicht. Geil. Gunblade ist ready, Leute. Jetzt ist nur die Frage, was wir als nächstes kaufen. Kann ich das mit Rageblade auslösen? Weiß man nicht. Schwierig. Keine Ahnung. Bauen wir, glaube ich, trotzdem. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht. Aber ich müsste es ja davor erst vollstacken. Aber... keine Ahnung. Ich bräuchte auch noch 10% CDA. Wobei, naja, CDA ist halt immer so fragwürdig, weil wenn die Energie leer ist, ist sie halt leer. Ich bin da, Guys, Leute, ich bin da. Ich bin dabei. Bin bereit. I'm ready. Ready-Schlag. Zack. Und jetzt ist Ude dran. Ich habe Gunblade ready. Ich meine, ich habe ja Gunblade quasi hinten auf dem Rücken. Das macht nur Sinn, dass ich es auch kaufe. Da ist Ude, Leute. Alter, nee, da springen wir jetzt nicht rüber, Alter. Die Energie, das dauert ja 12 Jahre. Also man hat einen großen... Finde ich aber cool. Man hat einen großen Vorrat, aber wenn leer ist, ist leer, Alter. Dann dauert es einfach... Ich meine, 150. Wie lange willst du denn da bitte reggen? Allerdings macht er hier Dinge, der Boy. So, jetzt muss ich aber auch... Mein Schwert ist leider in Indonesien, ist das Problem. Gunblade. Ja. Ja, so ja. Unstoppable, die war doch 0-2. Jetzt ist sie 9-4. Guck mal, so schnell kann es gehen. Ne? So schnell kann es gehen. Abadadubabamdebab 2500. Das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. That is much too teuer. Ist das Q denn eigentlich der Effekt direkt da? Ja. Oder? Erst wenn das Schwert da ist. Lass mir gleich mal kurz gucken. Ich hole das Schwert. Ne, erst wenn das Schwert da ist, tatsächlich. Erst wenn Willi da ist. So, ich habe Ult, Leute. Ist ready. Ne, ihr könnt auf mich Trust setzen. Also, nicht zu viel Trust. Ich würde gerne noch ein bisschen eben kurz farmen. Und einkaufen. Alter! So. Sehr gut. So. Ich glaube, jeder Shenmane würde bei diesem Itembild blind werden. Aber es geht, ne? Es ist viable.
Zwei Infernal Drakes. Es macht nur Sinn, dass ich auf Damage komme. Guck mal, 48, was ist denn das jetzt? AP. 48 AP, Leute, wir haben 260. Klingt nicht viel, aber wir haben halt dafür auch Attack Speed und den ganzen Bums halt, ne? Wir haben alles einfach. Ja. Frrr, Q. Jetzt gehen einen rein, dann wäre ich auch damit drin. Ja, so, ja. Das war jetzt nicht so geil. Ich würde halt gerne. Ich könnte halt einen Flash Engage machen, aber ich werde instant sterben, glaube ich. Ja. Ich würde mich auf einen Flash Engage stellen, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich werde sofort sterben. Aber jetzt geht er rein, das ist auch gut. Das ist gut. Ich bin da. Scanblade. Ja, okay, also, ja. Ja, so, Kane hat. Ja, Kane ist big, das ist okay. Man hätte auch sagen können, dass ich das gekillt habe, aber. Also, ich hätte es auf jeden Fall gecarried. Also, er ist mir halt so vorgekommen, das passiert, aber das ist ja nicht schlimm, ist ja ein Team-Game. Ich hätte aber den Teamfight auch entscheiden können. Ja, cool. Ich glaube, wir haben gewonnen, hätte ich gesagt, oder? Ja, schön. Ja. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wie ihr das Game fandet. Generell auch meinem Champion zu sehen, den ich nie spiele und den, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe. Ich wüsste nicht, welcher der nächste Champion ist, von dem ich als... Ich glaube, Shen ist wirklich der Champ, wo ich am wenigsten Ahnung habe. Ich wüsste nicht, welcher Champ danach kommen würde. Also, wo ich etwas mehr Ahnung, aber trotzdem extrem wenig Ahnung habe. Ich könnte ja mal durchgucken. Das war's auf jeden Fall, ne? Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.